Ich bin's mal wieder, euer Shaka. In diesem Video geht es wieder um Pinnacle Studio 16. Bei anderen Versionen kann das anders funktionieren und klappen. Und zwar um den Bereich Slow Motion. Wie ihr das editieren könnt und hinbekommt. Dazu starten wir einmal Pinnacle Studio natürlich. Ich habe hier schon mal die zwei Szenen vorbereitet. Unten, wie ihr seht, die sind identisch, die beiden Filmclips. Hier einmal in 30 FPS mit dem Handy aufgenommen. Und die werden wir die zweite Datei, das zweite Element bearbeiten. Die Geschwindigkeit reduziere ich um die Hälfte. Und flüssige Bewegung, okay. Und strecke die Timeline hier unten, das Datei, die Datei noch ein bisschen, damit die Bilder alle angezeigt werden. Hier ist in 50 FPS aufgenommen worden mit meinem Panasonic Camcorder. Und auch hier beim zweiten Clip bearbeite ich die Geschwindigkeit. Und wie auch bei dem anderen wird sie um 50% reduziert. Flüssige Bewegung, okay. Das Ganze wird gestreckt bis zum Ende und das war's an für sich auch schon. Dann noch schnell kurz mal exportiert für euch. Und dann, ja, das war der ganze Bereich eigentlich, um das Slow-Mo selber zu erzeugen. Gar nicht so wahnsinnig schwer, muss ich sagen. Muss man nur erstmal finden, da es kein Drag and Drop ist, so wie vielleicht in anderen Programmen oder das klar gezeichnet ist als Slow-Mo, sondern das über die Zeit und ja, Wiedergabegeschwindigkeit hier geregelt wird. Dazu ist zu sagen, je langsamer das Video läuft, nachher euer Slow-Mo, desto mehr Bilder pro Sekunde solltet ihr vorher aufnehmen können, denn ansonsten hakt es nachher und man erreicht halt nicht mehr diese Grenze von 25 Bildern pro Sekunde, die das Auge braucht, um das Ganze als flüssig laufend wahrzunehmen. Und bei Querbewegungen von Kameras tun die sich im Schnitt sowieso da ein bisschen schwer mit, das wirklich flüssig aufzuzeichnen. Von daher bedenkt das Ganze, nehmt lieber vielleicht ein Stativ zur Hilfe und filmt ohne Schwenken, wenn ihr noch nicht so gutes Equipment haben solltet, dass das keine Probleme bereitet. So, da ist er fertig. Wir gucken uns das jetzt nochmal in Großbild an. Gemeinsam, das ist der normale Schwenk hier und einmal in Slow-Mo. Und dann natürlich auch nochmal hier in 50 FPS normal und anschließend im Slow-Mo. Ja, das war's an dieser Stelle erstmal von mir. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Und sag auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Shaka.